Nach dem Absturz sind wir wieder da, wieder auf der Herrentoilette. Wir haben nochmal schnell hingespielt. Das Spiel hat leider eine Macke scheinbar, dass es, wenn man den Abschnitt nochmal lädt, wenn man stirbt, dann kann man sich nicht mehr bewegen, nichts mehr steuern. Das ist korrekt. Reichlich doof. Deswegen mussten wir nochmal von vorne anfangen, aber es war ja nicht weit. Hä? Da unten ist so was Kreisförmiges, siehst du? Ah, warte mal, da steht was an der Innenseite von der Tür. Wer das liest, ist doof. Nee. Warte mal. Will be here forever. Not real, not real, not real. You will be here forever. Das ist ein bisschen wie diese Zeichnung in Dark City. Weißt du noch? Wo den habe ich nie gesehen. Pass auf. Vor allem, wer will denn für immer auf so einem Bahnhofsklo sein? Du hast Dark City nicht gesehen? Schau dir den mal an. Kann man sich cool. den jetzt noch anschauen? Ich fand ja diese Typen immer ziemlich gruselig. Ja? Total, total. Der hat nichts verloren. Der ist so vom ganzen Art-Design so zeitlos. Wow. Ah, okay. Jetzt müsste der nächste Zug dann kommen, oder? Ne, da hinten waren wir noch nicht. Ah, es geht ja nach draußen, okay. Da ist auch mit diesen weißen Typen, die irgendwas... Ja, den Menschen so ein bisschen diese Momo, wollen, Momo-mäßigen. Hm. Den habe ich neulich mal wieder gesehen. Hm. Und der ist so halb schlecht gealtert, also teilweise ganz schlecht. Da glaubt man gar nicht, dass der... Also der ist ungefähr 30 Jahre alt, 85. Teilweise wirkt der viel älter und altbackener. Oh. Aber die grauen Herren sind immer noch super. Gott sei Dank. Vor allem, wenn man sich anschaut, wer die da alles oder wer da mitgespielt hat alles. Oh Gott sei Dank, raus aus der U-Bahn, ey. Ja, sag das nicht, du weißt nicht, wo es jetzt hingeht. Was ist, wenn wir in Neukölln sind? Uah. Wow, wow, wow. Ich sag ja Neukölln. Nein, ich mag Neukölln. Ah ja. Bisschen wie bei System. Man muss zwei, jetzt Neukölln nicht unbedingt mögen, um politisch korrekt zu sein. So ist nicht. Ich mag Neukölln aber trotzdem. Ich, wär, ich könnte auch politisch unkorrekt sein, aber ich finde das Viertel total super. Was ist denn das? Oh. Oh. Hm. Na gut, okay. Der Scare-Effekt geht schnell kaputt, wenn man genauer hinguckt. Ich hatte jetzt nicht wirklich Angst, aber die Soundkulisse ist schon ein bisschen krass. Ob die wollen, dass du in die Kanalisation gehst? Oder lieber nee, doch? Ich gucke mir jetzt erstmal hier oben um. Ich kriege doch nicht aus einem Loch raus. Ins nächste rein. Und dann ins nächste rein zu kriechen. Ordentlich Matratzen hier im Viertel und Mülleimer. Der, wenn er geht, geht er ein Stück zu langsam und wenn er rennt, geht er, rennt er gleich sehr, sehr doll. Ist ein bisschen schade. Ich habe uns übrigens vertan, er heißt gar nicht Johnny, sondern Joseph Walker. Also Sepp in Bayern. Geht's hier auch runter? Nee. Ach, guck mal, hier ist dann der Club. Disney schickt mich. Oh, es geht so. Das ist ein geiler Club. Guck mal ganz kurz. Nee, ist nix. Alter, da lag doch was Glitzerndes. Wo? Oh, das ist im Eck. Oder was ist das? Oder ist das nur Müll? Plastik. Sogar nur aufgemalter Müll. Ja. Ein bisschen wie bei Normality damals. Was ist das denn? Kennst du das nicht? Kann das sein, dass die hier nur wahllos irgendwelche Szenerien aus dem Spiel zeigen in der Demo? Ich weiß es nicht. Das ist der ganze... Ah, nee. Also ist shut up. Nee. Believe me. Kannst du die Möbel verrutschen? Nee, nee. Ich kann es auch nicht packen. Das ist wieder das Kamerabild. Oh, hier hat sich jemand verbarrikadiert. Fragt sich nur von welcher Seite. Wo? Oh. Oh, haben wir das gerade? Nee. Ich hoffe doch. Nee. Auf jeden Fall steckt da ein Tür, ein Stuhl in der Tür. Ah, geh nicht so schnell um die Ecke. Was ist, wenn der Buhmann da ist? War da gerade. Ich habe nichts gesehen und da war bestimmt nichts. Sei. Na, haha. Du machst das nicht, oder? Nee, nee.
Doch, ich habe hier so einen Klicker in der Hand. Ich kann das nicht mehr, ganz ehrlich. Was? So Horrorzeug. Wenn es ja noch nicht mal irgendwas passiert. Ja, eigentlich. Aber das ist ja gerade das Schlimme. Ich habe das jetzt ein Jahr lang nicht mehr gespielt, sowas. Ja. Und Amnesia 2 war ja nicht so schlimm. Das ist viel zu krass. Oh, hier ist nix. Hier ist nix drin. Da leuchtete was. Das war der Türschlitz nach draußen. Ja, das kannst du vielleicht wegnehmen, da war gerade das. Na komm. Das ist, glaube ich, da hätten sie mal lieber die Source Engine nehmen sollen. Die kann das von Hause aus, glaube ich, besser mit den Objekten. So das Greifen und die ganze Krempel, weißt du, so. Mhm. Half-Life-mäßig. Aber vielleicht haben wir es doch vorhin selber umgestoßen. Was passiert, wenn ich gegenrenne? Nee, aber wenn ich gegenrenne, verschiebt es das nicht. Ich muss es schon aktiv greifen. Aber du kriegst doch denn nie den Schrank da weg, oder? Die Anzeigenmechanik nicht so ganz. Soll ich das nur greifen oder soll ich es nicht greifen? Was mag es bedeuten? Ja, da geht aber gerade was. Also ein bisschen hat er sich gerade bewegt. Hast du gesehen? Also auch der Schrank, glaube ich. Kann es mir auch total einbilden. Da ist der Punkt wieder gewesen. Da. Sollst du mal mit der Maus nochmal versuchen, das zu greifen? Weil er auch immer so lange braucht, bis er auftaucht. Lass mich mal, warte mal. Ja. Nee. Vielleicht, dass es doch woanders weitergeht. Boah, ist er langsam. Ja, ich sag ja, er geht total langsam. Sprinten geht. Und das dann bloß Sprinten. Das Problem ist halt, momentan ist auf dem Gamepad die Steuerung noch. Ah, nee, schau mal. Ach, guck mal. Hat da einen Fernseher hingestellt. Die Steuerung auf dem Gamepad ist halt noch digital. Ja. Also entweder rennen oder nicht rennen. Schau ich doch hier vielleicht nochmal um. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da so eine total vertrackte Objektmechanik eingebaut haben. Gut funktioniert. Aber hier ist nichts. Hier ist gar nichts, ja. Bis auf den Scheiß. Wir machen das Licht aus. Schrecker. Jetzt für ein Scheiß. Und wenn du uns schieben kannst, dann auch nicht die Tür, oder? Nee, ich kann sie nicht reindrücken. Ich glaube auch nicht, dass der Stuhl da so in die Tür reingehört. Nee, ich glaube auch nicht. Aber trotzdem muss man doch den Schrank wegkriegen können. Warte mal, ich kann mal versuchen. Physik ist halt für einen Arsch, ehrlich gesagt. Leute, nehmt halt die Source.
Also das Projekt ist ja auch dafür gedacht, quasi für das Team zu werben. Ja. Damit sie mehr oder weniger sich vollzeitlich auf die Entwicklung von dem Ding konzentrieren können. Es macht diesen Job momentan nur mäßig, würde ich behaupten. So, also. Jetzt greife ich. Und es passiert nichts. Geht dieser. Also dieser Punkt kommt und verschwindet. Ich denke immer, ich drücke den irgendwie weg. Ja, ja. Aber das blinkt einfach. Und wenn es doch woanders weitergeht, schaue ich doch nochmal genau um. Also es wäre schon sehr merkwürdig. Gut, vielleicht ist es auch total verbuggt, dass der Stuhl normalerweise nicht drin steckt. Ich würde sagen, der steckt da wahrscheinlich nicht drin normalerweise. Ja, aber selbst dann muss der Schrank doch wegzukriegen sein, wenn man da durchgehen soll. Und den kann man dann auf einmal wieder ganz locker bewegen. Kann man vielleicht aus den Möbeln irgendwas bauen und über diese Schränke nach oben irgendwo weiter? Nee, oder? Aber es sind ja keine... Nee, ist ja nichts. Keine Wege. Den kann ich jetzt auch wieder nicht nehmen. Was hat dieses Kameraschild zu bedeuten? Gar nichts wahrscheinlich. Wahrscheinlich, dass wir beobachtet werden. Ja. Ich fühle mich auch irgendwie beobachtet. Das ist halt auch... Hier, theoretisch müsste ich es jetzt greifen können, aber... Flirtest du da mit dem Publikum? In der Zwischenzeit? Irgendeiner muss es ja machen. Ja, aber wenn du hier Stühle stapelst. Mach doch mal unterhaltungstechnisch irgendwas. Das ist kaputt. Das ist kaputt. Das wird kaputt sein. Volle Wette. Das Problem ist, wenn wir jetzt rausgehen und dann Continue drücken, dann ist die Stelle wieder weg. So, oder wieder hinrennen. Probier's doch mal. Was? Rausgehen und wieder reingehen? Ja. Durch die Tür durchdrücken, verdammt. Naja, aber jetzt, ach so, ach, guck mal. Du? Was? Jetzt gehen auf einmal die Kontrollen im Menü. Das ging vorher nie. Stark. Ja, dann geh doch mal raus und nochmal quit to menu? Ja, schauen wir mal, was passiert. Tja, siehst du mal. Oh. Wow, 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 wow. Okay. Da sind wir jetzt auch nicht schlauer. Immerhin steckt der Stuhl da nicht drin. Ja, aber ich glaub ja auch nicht, dass der Stuhl wirklich das Problem ist, weil das Problem ist ja der Schrank. Ich meine, die Tür ließ sich auch bewegen mit dem Stuhl drin. Ja, stimmt. Ha? Aha. Aha, aha, aha. Wie hast du das jetzt gemacht? Keine Ahnung, ich ziehe einfach an dem Scheißding. Ich glaube, es ging aber eben gerade vorher nicht. Ich war das, ich habe das nicht falsch gemacht, bitte. Ja, ja, nee. Bitte schlag mich nicht wieder. Nein, ja. Doch, hallo, ich habe nie geschlagen. Die Kamera geht aus und dann sofort. Lass mich Ruhe. Kommt er dir wieder vor? Atmosphärisch ist das schon. Hat ein bisschen was von dem vom Zweier, Amnesia. Wow, oh. Wer ist der denn? Hat der einen Fernseher auf dem Kopf? Nee, der hat nur einen Strich. Oh, oh, ui. Oh, ey, Leute. Ganz schöner Überdruck da im Kanal. Aber die Artworks sind geil. Die springen da nicht runter, ich glaube. Der sah dann aus wie so ein dürrer Typ mit was mit so einem roten Krakeldingens an und einem Strich statt einem Kopf. Wie ein schlecht animierter Slenderman. Also Martin. Sag ich ihm. Also, du musst darüber, ja. Dann schlägt der mich auch. Sieht ein bisschen so aus, oder? Das ist ja wohl das älteste Treppenbaurätsel der Welt. Ja. Nur, dass wir jetzt hier wahrscheinlich hängen bleiben. Nee, doch nicht. Doch. Oh. Wow. Du rätselst also genau hinter diesem Typen her, oder? Naja, wo soll ich denn hin? Weiß ich nicht. Andere Richtung? Der ist doch schon längst weg. Es gab ja keine anderen Richtungen. Guten Tag, lassen Sie mich rein. Nee. Der ist hier aber auch nicht mehr. Ja. Ein Basketballkorb. Vielleicht wollte er zum Basketball. Auch wie bei Deus Ex. Oh, warte mal, hinten geht's auch weiter. Scheiße, was, wenn wir jetzt da hinten Scottie Pippen begegnen? Wem? Scottie Pippen. Kennst du nicht mehr? Nee. Einer der merkwürdigst aussehendsten Profi-Basketballer aller Zeiten.
Hat schon bei den Chicago wieder. Bulls gespielt, Mitte der 90er. Egal. Wieso weißt du denn sowas? Diese Artworks, die sind von irgendwem, den man kennt, glaube ich. Da habe ich, glaube ich, in der Spielbeschreibung was gelesen. Wow! Siehst du Scottie Pippen? Kann ich den nehmen? Der war doch in diesem All-Star-Team mit Jordan und Larry Bird und wie sie alle heißen. Das heißt All-Star-Team, die krassen Bulls. Halt. Oh, kommt jetzt hier auch noch eine Schule oder wie? Nee, eine Kirche. Das ist ja noch besser in Horrorspielen. Da kann ja nichts mehr schief gehen, wenn man die Kirche. Hieß es nicht, das sei gar nicht so viel Horror. Stay Away hieß es da. Oh. Ja, bis jetzt geht's ja auch noch mit dem Horror. Ah, das ist mir schon zu viel. Wir sind hier unter einer Brücke oder sowas, oder? Sehr mysteriös. Ich geh mal. Oh. Da war doch. Da war ein Geräusch, oder? Ein Geräusch gehört, ja. Ganz schön hell hier. Wieder so ein Gemälde. Das ist der Mond. Warum scheint der hier so hell? Dunkel war es, der Mond schien helle. Wow. Schön, die Sachen, ne? Also, ja. Kann nichts sagen. So, ich würde sagen, hier so im Licht können wir stehen bleiben, oder? Ja. Dann bleiben wir hier erstmal und gucken in der nächsten Folge, ob wir nicht einfach noch eine Folge hier im Licht stehen bleiben können. Okay, bis dann. Tschüss.